War ich anders, aber durch das Ausgeschlossensein noch mehr anders, irgendwie anders, anders. Narzissmus im Lichte der Wahrheit. Von Mobbing in der Schule und vom Anders, Anderssein. Die letzten Abende hinweg schrieb ich ja einen Brief an Leonie. Sie wird bald 15 und will, gerade als sie ihren Frieden in Jesus gefunden hatte, ihn aus ihrem Leben wieder hinauswerfen. Woher kommt dieser plötzliche Sinneswandel? Ist es, weil sie in der Schule ausgegrenzt wird? Macht sie Jesus dafür verantwortlich? Und passt das Leben der anderen so gar nicht zu dem Leben mit Gott? Liebe Leonie, ich fände es toll, könnte ich die Freundin sein, die du dir wünschst. Wäre ich in deinem Alter, wohnte ich in deiner Nähe, ich würde dich sofort fragen, ob du meine Freundin sein willst. Als ich in deinem Alter war, hatte ich schon eine lange Zeit hinter mir, in der mich niemand das gefragt hatte. Und dass ich nicht wusste, warum das so war, machte die Sache noch schlimmer. Ich fing an, darüber nachzudenken, ob ich zu unsportlich war. Ich war die Letzte im Turnunterricht. Noch schlimmer, die Letzte beim Skifahren. Ich war zwar in einigen Fächern gut, miserabel dafür, aber in Sport und in Handarbeiten. Aber konnte das wirklich sein? Hinderte es andere, die viel schlechter in einigen Fächern abschnitten als ich, Freundinnen zu haben? Ganz und gar nicht. Im Gegenteil, es waren oft moderne, laute Mädchen, die ganze Trauben an Freundinnen um sich scharten. Zugegeben, es war zwar kein schönes Gefühl, die Letzte in der Abfahrt zu sein oder meine mühevoll gesäumte Tischdecke erst abzugeben, wenn die anderen bereits mit ihren selbstgestrickten Pullovern prunken konnten. Aber das konnte es doch nicht sein, dass andere davon abhielt, meine Freundin zu sein. Während die anderen Mädchen mit Leichtigkeit Verabredungen trafen, Dinge und Informationen austauschten und überhaupt einander so vertraut zu sein schienen, blieb ich allein. Quälend war die Anstrengung, so zu tun, als machte es nichts. Zu tun, als fühlte ich mich ganz okay. Mit Mühe oft nur beherrschte ich mich. Wenn ich den anderen den Rücken gekehrt hatte, beschleunigte ich meinen Schritt, eilte zum Bus, verdrängte das aufsteigende Gefühl, weinen zu wollen. Was blieb, war ein Kloß im Hals. Kam ich zu Hause an, war ich zu Mama oft unwirsch auf ihre Frage, wie es in der Schule denn war. Einsilbig, unfreundlich, nur um nicht losheulen zu müssen. Nein, Mama, sagte ich nichts mehr. Ich habe ja nur einmal die Wahrheit gesagt, dass ich mir eine Freundin wünschte. Sie hat nur gelacht und meinte, es sind doch genug Mädchen da. Ich glaube, das ist es genau, was schmerzt. Dass unter vielen, ja unter genug Mädchen, keine für mich dabei war. Später, als ich in einer Großstadt wohnte, als all dieser Kummer Vergangenheit war, stieg dieses Gefühl manchmal wieder herauf. Und zwar beim Anblick vieler unbekannter Menschen, wie sie ebenso in der Stadt aneinander vorbeilaufen. Und keiner hält inne, keiner lächelt mich an. Unter all diesen ist keiner für mich, dachte ich dann. Ganz wie damals fühlte ich mich, aber nur in der Erinnerung, nur kurz. Es war ja längst vorbei und ich konnte aufatmen. Wie es dazu kam, möchte ich dir gerne schildern.
Damals, wenn ich wieder einmal allein in meinem Zimmer saß und Musik hörte, stellte ich mir die quälende Frage, was ich gegen eine Freundin alles eintauschen würde. Alles, gar alles, schien sie mir wert zu sein. Ich war fest überzeugt, eine gute Freundin zu haben, würde alles wettmachen, das ich vermisste. Sie würde die Einsamkeit fortnehmen. Ja, keine Frage, heute weiß ich es, dass ich einsam war. Während es an der Tür klingelte, ich meine Schwester mit ihren Freundinnen aus dem Haus stürmen hörte, lachend, plaudernd, stand ich erstarrt am Fenster, eine traurige, zurückgebliebene, allein. Dann las ich und schrieb. Das tat ich gerne. Und, oh Wunder, Frieden trat ein, ganz wohliges Heimatgefühl, sobald ich etwa Bücher von Frauen las, die in Indien Missionsdienst taten, die den Menschen von Jesus Christus erzählten. Das ergriff mich. Doch ich kannte Jesus, den Heiland, den Tröster, den Retter, noch nicht. Und das Gefühl, unter den Menschen fremd und anders zu sein, kehrte noch stärker zurück. Ja, Einsamkeit wohnt als Kummer im Herzen. Einsamkeit belastet das Herz und den Verstand. Sie nagt an einem Menschen tief innen drin. Ach, wie gerne wollte ich angenommen und fröhlich sein. Ich habe dann später eine Freundin gefunden. Gar zwei Freundinnen begleiteten mein Leben eine geraume Zeit. Und doch blieb sie mir treu. Einsamkeit. Das Gefühl, dass etwas trotz allem, trotzdem ich angenommen war von meinen Freundinnen und auch anderen, dass etwas fehlte, überkam mich oft. Das verbarg ich geschickt vor meinen Freundinnen und zunächst auch vor mir. Ich habe vieles getan, mitgemacht, nur weil sie es wollten. Dazugehören zu wollen, war der Grund. Doch genau dies, nämlich dazugehören, tat ich trotzdem nicht. Mitläufer gehören nicht wirklich dazu. Später, viel später kam ich darauf, dass ich mein eigenes Ding machen musste. Genau dies neidete man mir. Seltsam. Die in Trauben zusammenhingen, neideten mir meine Unabhängigkeit. Das war eine wichtige Erkenntnis für mich. Ich musste dadurch und lernen, ob jemand mich mochte oder nicht, musste zweitrangig sein. Darauf kam ich, weil mich die Frage nie losließ, wie es eigentlich zur Einsamkeit kommt. Die erste und wichtigste Antwort erhielt ich darauf durch die Erfahrung, beliebt zu sein. Dass ich ganz passabel singen konnte und auch schreiben, fiel einigen auf. Plötzlich liefen alle mir zu. War ich davor einsam gewesen? Schien Singen und Schreiben das Mittel dagegen zu sein. Was war aber passiert? Immer war Wahrheit mir wichtig und deswegen forschte ich nach, als irgendetwas an meiner neu erworbenen Beliebtheit mir nicht richtig vorkam. Es war die Zeit der Beatles und der singenden Solo-Stars. Nein, um Ruhm ging es mir bestimmt nicht. Ich wollte singen, ich wollte schreiben, um Menschen zu sagen, dass sie nicht aufgeben sollten. Ich wollte sie bestärken, darin glücklich zu werden. Ich weiß, kindliche, ungeformte Gedanken waren es. Jedoch der wichtige Antrieb dahinter, das Glück anderer, ist mir immer wichtig gewesen. In einem prestigebewussten Umfeld aufgewachsen, spiegelten meine Liedtexte wider: Seid dankbar mit dem, was ihr seid. Die Erfolgreichen sind nicht wirklich glücklich, auch die Reichen nicht. Was anscheinend erfolgreiche, glückliche aus ihrer Jugend erzählten, unterschied sich nämlich nicht sehr von meiner.
Fast alle dieser Berühmtheiten waren in ihrer Jugend sehr, sehr einsam gewesen. Hatte ihre Berühmtheit, hatte ihre Beliebtheit, hatte die Musik sie geheilt? Oder Reichtum? Hielten sie mit ihrer Musik und ihrem Talent das Zaubermittel gegen Einsamkeit und für das Glück in Händen? Dem war offensichtlich nicht so. Das können viele nachvollziehen, die das Leben bestimmter Persönlichkeiten verfolgten. Ja, geradezu das Gegenteil ist der Fall. Einsam und wie verloren wird trotz jubelnder Fangemeinden in öden Hotelzimmern zu Drogen gegriffen, wird sich betrunken und werden Ehepartner nach kurzer Zeit wieder fallen gelassen. Oft folgt Suizid. Irgendetwas stimmte nicht an der Theorie, dass äußere Dinge, ja gar Menschen oder die Musik, die Kraft hatten, einen Menschen dauerhaft glücklich zu machen. Oder dass sie auch nur die Einsamkeit, die Menschen, die irgendwie anders sind, zeitweise befällt, vertreiben könnten. Ich war anders, keine Frage, auch in meinem Willen herauszufinden, wo das Glück wirklich lag. Ich wollte nicht in einem ständigen Auf und Ab der Gefühle, in einer ständigen Jagd nach Anerkennung wie in einem unentrinnbaren Käfig gefangen bleiben. Anerkennung. Dieses Stichwort fiel mir eines Tages ein. War ich anders, aber durch das Ausgeschlossensein noch mehr anders, irgendwie anders geworden? Ja. Ich war ängstlicher, verschlossener. Ich war viel empfindlicher geworden. Und plötzlich fiel mir ein, wovor ich früher Angst gehabt hatte, einsam am Rande der Mitschüler. Kritik. Ich hatte mich gewunden unter den abschätzigen Blicken, den Tuscheln über mich, meiner Mitschüler. Ich war seltsam geworden, hatte mir wahrscheinlich vieles nur einzubilden begonnen, was mich noch mehr verkrampft hatte. Ich hatte Angst davor gehabt zu erleben, wie andauernd andere mir vorgezogen wurden. Ich hatte mir Sorgen gemacht, was sie über mich denken. Und dass sie denken könnten, was ich selbst längst über mich wusste. Dass ich nicht war wie sie. Ich war unter der Last meiner Verletztheit, ja der Erwartung von Verletzungen, fast zusammengebrochen. Ja, zweifellos setzte sich in mir der überaus schädliche, zerstörerische Glaube fest, Anerkennung nicht verdient zu haben. Anerkennung in Form ganz normaler menschlicher Zuwendung war für andere, nicht für mich. Ich setzte diesen Glauben gegen mich selbst ein, wurde mir selbst zum Feind, setzte das Werk der anderen mit gründlichem Vernichtungswillen fort, bekämpfte mich. Ziele, die ich mir gesetzt hatte, verloren ihre Farbe, schienen sinnlos zu sein. Meine Beliebtheit hatte nichts an meinem Dilemma geändert. Sie hatte nur eine neue Facette erlebbar gemacht. Und plötzlich wusste ich, wovor ich Angst haben sollte. Die erfüllte große Sehnsucht nach Anerkennung, vor allem der nach wie vor lebendige Glaube, sie nicht verdient zu haben, hatte die Angst vor Ablehnung steigern lassen. Nie wieder einsam werden zu wollen, nie wieder derart abgelehnt zu werden, brachte umso mehr Stress mit sich und eine ungesunde Distanz zu mir selbst, die ich mich glaubte anstrengen zu müssen, um meine Beliebtheit halten zu können. Meine Wahrheitsliebe kollidierte damit und ich wurde, trotz Menschen, die mich umgaben und wohlwollend waren, unglücklich. Heute weiß ich, sobald es gilt, Errungenschaften zu erhalten, die nicht wirklich für dich sind, steigt der Druck zugleich enorm an. Unaushaltbar. Das, so denke ich, mag für viele Berühmtheiten, die sich selbst in den Abgrund manövriert hatten, der Grund gewesen sein, den sie nicht standhalten konnten, einen Standard der Beliebtheit zu erleben, dem sie nicht gewachsen waren,
der nicht ihrer inneren Überzeugung, nicht ihrem Reifegrad entsprach. Trotz all dem, was ich erlebte, gab es ein Licht. Etwas trug mich hindurch. Und durch meine Oma hat der große Namen auch Bedeutung und ein Gesicht für mich bekommen. Jesus. Schon ehe ich mich zu ihm bekehrte, war ich durch meine Studien von Menschen, meine Beobachtung von Menschen und deren Verhalten und Annahmen, zu der Überzeugung gekommen, dass der Fehler bei all dem, der Einsamkeit, der Einöde und Leere, die uns ergreifen kann, in einer falschen Gewichtung liegt. Wir nutzen ein falsches Maß. Wir haben das Maß, das von einem Größeren, als wir es sind, an uns angelegt wird, vergessen. Egal, ob unter seiner Bedeutungslosigkeit, also ich brauche nichts und ich möchte auch nicht herausragen, oder unter seiner Bedeutung, siehe die Berühmtheiten, leidet der Mensch ganz allgemein unter seinem eigenen immensen Gewicht, unter dem Wert oder Unwert, den er sich selbst zuschreibt. Wie wir es auch drehen und wenden wollen, unsere Einschätzung von uns selbst ist nicht das Maß der Dinge, sie ist falsch. Ob wir denken, ein Nichts zu sein oder jemand von Bedeutung zu sein, ist der Wert, den wir selbst uns verleihen, nichts anderes als eine Wand, die wir hochziehen vor uns und ununterbrochen mit uns herumtragen. Eine Wand, die uns und anderen erzählen soll, wer wir sind. Die Wand fordert die anderen dazu heraus, zu uns Stellung zu nehmen, pardon, zu der Wand, die wir nicht sind. Wenn wir die Wand wären, würden wir nicht zusammenzucken unter allen Formen der Kritik, die auf sie prallt. Wir wälzen uns unter den Meinungen der Menschen über uns sogar schlaflos im Bett. Das heißt, wir sind nicht diese Wand, die wir aufstellen, um nichts zu fühlen. Wozu sie also mit uns herumschleppen? Wir müssen es irgendwie schaffen, die Wand loszuwerden. Das Bild über uns, das wir selbst haben, maßgeblich geprägt von anderen, stimmt nicht. Es lügt. Viele Methoden, diesem Bild zu entkommen, wurden erfunden. Denn vielen Menschen ist durchaus bewusst, das Bild, die Wand, ist nur ein Konstrukt, nicht sie selbst. Durch Yoga, Buddhismus, andere Religionen, Meditation, alle nur erdenklichen, unterschiedlichen Praktiken, auch Hobbys, wollen Menschen dasselbe erreichen, sich selbst zu finden und sich selbst zu entkommen, was die Kehrseiten derselben Medaille sind. Leer werden wie ein unbeschriebenes Blatt, leicht und frei werden, sich selbst von sich selbst sozusagen erlöst wollen sie sein. Sie alle bemühen sich sehr, ihr Leben zu verlieren, indem sie sich in Hochmut, den sie für Demut halten, vor sich selbst verbeugen. Es ist genau das, was wir in der Bibel nachlesen können. Anstatt auf den Höchsten als Erlöser zu schauen, schauen sie in den Spiegel auf ihre eigene Fähigkeit, sich zu erlösen. So, indem sie an sich als ihrem Retter festhalten, werden sie nie und nimmer die Bürde los, die sie bis an den Rand der Erschöpfung treibt. Ausweglos werden sie doch nur stets auf sich selbst zurückgeworfen. Daran ändern die schicksten Yoga- und Sportklamotten nichts und auch nicht die Praktiken wechselweise an verschiedensten, den wunderschönsten oder kargsten Orten der Welt auszuführen. Die Wand, die dich selbst jetzt als kleinen Gott darstellt,
erhöht und privilegiert durch Praktiken und Glaubensvorstellungen. Sie kommt immer mit. Je mehr du dich erhöhst, umso größer wird die Last. Die Illusion über innere Veränderung durch äußerliche Wechselfälle ist perfekt und treibt die merkwürdigsten Blüten, allesamt gewachsen aus unerkannter, maßloser Eigenliebe. Gilt dies für alle Menschen, Leonie? Auch für dich? Wäre es nicht so, wärst du nicht über die Meinungen anderer über dich so tief betroffen. Aus dieser Maschinerie, angetrieben von Stolz, in den ungeheuer viel Energie fließt, gibt es für den Weltmenschen kein Entrinnen. Nichts wird je ausreichen, unsere empfindliche Ehre von den Meinungen anderer abzuschirmen, ob Freund oder Feind. Nichts wird unseren Verstand je zur Ruhe kommen lassen. Ja, es sei denn, wir finden den einen, der uns davon befreit, diese Last mit uns herumzutragen, der uns die Schwere unserer eigenen Wichtigkeit und Fehlbarkeit abnimmt. Jesus Christus. Für uns hat er alles, was wir selbst tun wollten, schon getan. Unsere Schuld am Kreuz getragen, diese Sünde, die uns so übel mitgespielt hat, uns ein falsches Schamgefühl einflößte, die uns verführte, uns in den Augen anderer aufbessern zu wollen. Welch eine Last, die er uns abnahm und abnimmt, allein durch Schuldbekenntnis und Buße, durch unseren Glauben an ihn, Jesus Christus, der uns sanftmütig werden lässt. Nicht sanftmütig wie einen duldsamen Vogel, der unter dem Gefühl seiner eigenen Minderwertigkeit leidet. Nein, sanftmütig wie der kleine, die Harfe spielende David, der, als er vor Goliath stand, stark wie ein Löwe wurde. Er konnte nur so sein, weil er aufhörte, sich selbst zu belügen. Er wusste, er selbst war es nicht, war nicht stark. Er hatte Gottes Wertschätzung von ihm anstelle der des Menschen und der Menschen angenommen. Er wusste, dass er in Gottes Augen viel wertvoller war, als er es selbst zu verdienen meinte, viel wertvoller, als es ihm je die Anerkennung von Menschen einbringen könnte. Er hatte das einzig Richtige getan. Er hatte seinen eigenen Maßstab, mit dem er die Dinge und alles bemaß, mit dem Gottes vertauscht. Er wusste, dass nichts an ihm, aber alles an Gott lag. Deshalb vertraute er ihm. Es gibt Menschen, die diese Gnade erlebt haben, die davor nicht wussten, wie erlösend Selbstvergessenheit ist. Dass sie das Geschenk ist, das in dem Erlösungspaket Jesu Christi mit drin ist. Manche haben das Paket zwar angenommen, sind auf der Schwelle dieser Erkenntnis gestanden, allein ihr Herz stand dabei auf wackeligem Grund. Sie hatten Angst, sich zu verlieren. Sie konnten von sich nicht lassen. Das Paket geöffnet, doch unausgepackt entglitt ihnen beim Blick in den Spiegel. Und genau dann griff der Teufel wieder nach ihnen. Du, flüsterte er, du allein kannst es. Du musst der eigene Herr in deinem Leben sein. Dann haben sie, wie hypnotisiert von der süß anmutenden Einflüsterung, ihm wieder das Zepter überlassen. Bitte, liebe Leonie, entreiße es ihm wieder. Er hat nur eines im Sinn, Zerstörung. Lasse nicht zu, das zu verlieren, was einzig dir alles verheißt, wonach dich verlangt. Es ist falsch und du wirst es bitterlich bereuen, den aus deinem Leben zu schmeißen,
der dich getreulich ins Ziel bringen kann. Den großen Hirten, ja, den echten Hirten, der kein Schaf jemals verloren gibt und der mich diesen Brief schreiben lässt. In der Liebe des Herrn, in seiner Ruhe, liegt die Erfüllung. Liebe Leonie, nimm sie einfach an. Mehr braucht es nicht. Er lässt sich finden in seinem Wort. Maranatha, der Herr kommt bald. Und sie suchten ihn mit ihrem ganzen Willen, und er ließ sich von ihnen finden. Und der Herr gab ihnen Ruhe ringsumher. 2. Chronik 15, Vers 2b. Ich freue mich über eure Anregungen und Meinungen in den Kommentaren und darüber, dass ihr den Kanal abonniert, damit wichtige Themen, die alle angehen, sich schnell verbreiten. Und ich wünsche mir natürlich, dass ihr aus meinen Beiträgen Gutes bezieht. Gott allein ist gut. Ich wünsche euch den Segen des Guten.